Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute Abend habe ich eine sehr ermutigende Nachricht für die christlich-konservative und auch patriotische Bewegung weltweit. Und das ist, Donald Trump hat das begonnen, was er seit Monaten angekündigt hat, nämlich seinen eigenen sozialen Medienkanal Truth Social, Wahrheit Sozial. Vielen Dank für dein Like meines Videos, was es für tausende mehr Zuschauer auf YouTube verbreiten hilft, und dein Abo meines YouTube-Kanals, damit du keine Videos verpasst. Ja, Donald Trump war im Januar 2021 dieses Jahres gelöscht worden von Facebook, Twitter, YouTube. Seine Konten in den sozialen Medien waren dauerhaft gelöscht worden, was einmalig in der Geschichte der USA ist, dass so eine Löschungskultur, die wirklich totalitär ist und von der radikalen Linken ausgeht, dass so etwas überhaupt passieren kann. Weil er mit 80 Millionen Amerikanern eben gesagt hat, es hat sehr große Unregelmäßigkeiten gegeben. Damals im November, ich glaube, es war der 3. November, die US-Wahl hat Donald Trump geführt in allen Swing States. Also jetzt gibt es mit Truth Social, das Trump gegründet hat, ich werde auch gleich was zu seiner Rede sagen, die er dazu gehalten hat, kurze Rede, mit der Trump Media Technology Group, TMTG, baut er jetzt also Truth Social dezentralisiert, wo eben ein Gegenpol für Facebook geschaffen wird und dann eben auch Medienoutlets mit guten Filmen und News-Kommentaren, wo es darum geht, dass man Ideen und Weltanschauung frei von Kontrolle der linken Medien äußern kann. Donald Trump sagte jetzt heute dazu, ich zitiere das mal, vom Englischen lese ich es auf Deutsch übersetzt: Ich habe Truth Social und TMTG gegründet, um gegen die Tyrannei von Big Tech aufzustehen. Wir leben in einer Welt, wo die Taliban eine große Präsenz hat auf Twitter und Facebook, aber euer beliebter amerikanischer Präsident wurde zum Schweigen gebracht. Das ist unakzeptabel. Ich bin begeistert, jetzt Wahrheiten der konservativen Bewegung auf Truth Social sehr bald auszustrahlen. Das soll übrigens im November nächsten Monat schon in die Testphase gehen und veröffentlicht werden. TMTG, also Trump Media Technology Group, wurde gegründet mit der Mission, allen eine Stimme zu geben. Also in Freiheit, ohne Kontrolle von Facebook, Twitter, Google. Ich bin begeistert, sehr bald meine Gedanken auf Truth Social mitteilen zu können und zurückzukämpfen gegen Big Tech. Damit ist Silicon Valley, die großen Firmen, Twitter, Facebook, Google gemeint. Und jeder fragte mich immer wieder aus allen Richtungen, warum nicht jemand gegen Big Tech aufsteht. Nun, wir werden das jetzt sehr bald tun. Interessant ist auch Steve Turley, eine der führenden konservativen Stimmen. Du kannst das mal googeln, Steve Turley, den ich sehr schätze. Er hat dazu gesagt, dass es ein weltweiter Trend ist, einen Rückschlag gegen Big Tech zu bringen, gegen Facebook, Twitter, Google, und alternative Strukturen aufzubauen. So hat jetzt ein russischer Milliardär auch einen Brief an Donald Trump geschrieben, dass er auch Verfolgung erlebt hat von Facebook und Twitter und sozialen Medien in Russland und dass er selbst eine alternative Medienplattform aufbauen will. Er wurde also auch zum Schweigen durch Zensur gebracht und er schreibt hier, ich bin russischer Geschäftsmann, ich wurde wie du zensiert durch die großen amerikanischen Big Tech Medien. Und ich will dagegen aufstehen. Und er hat gegen die LGBT-Agenda gesprochen, dieser russische Milliardär. Also solche Projekte entstehen weltweit, das Internet komplett neu zu bauen, eine völlig neue dezentralisierte Internetarchitektur aufzubauen, wo die Daten nicht Facebook gehören. Facebook, Twitter, Google ist alles zentralisiert
Und darum nutzen sie ihre Macht, unbequeme konservative Stimmen zu löschen. Sie besitzen alles, alle deine Datenbanken, deine Inhalte, und sie können dich eben löschen und zum Schweigen bringen. Frank McCurt, der Besitzer der LA Dodgers, auch ein sehr reicher Mann, hat hunderte Millionen jetzt in eine Blockchain-soziale Medienplattform investiert, wo eben der soziale Betreiber, also du und ich, der dort sein Konto hat, die ganze Datenbank besitzt, den Inhalt besitzt und wo man frei seine Meinung äußern kann. Also das Spannende ist, es gibt weltweit, auch in Afrika, in Asien, in verschiedenen, auch in Russland, gibt es jetzt eine Gegenbewegung gegen die sozialen Medien aus Silicon Valley, das Internet neu zu bauen und eine parallele patriotische Gesellschaft weltweit aufzubauen. Es gibt Kanäle wie Newsmax, Epoch Times, Breitbart News, auch Parler, Telegram, ja, was ein bisschen fragwürdiger ist. Aber jetzt durch Donald Trumps neue große Plattform wird das wirklich eine Fackel sein für die Freiheit, für Nationalstaaten, die sich schützen gegen Globalismus und gegen offene Grenzen, die ein George Soros haben will. Also das war eine spannende Neuigkeit heute. Ich habe schon das letzte halbe Jahr davon gehört. Also mich freut das sehr. Wir brauchen soziale Plattformen und müssen darauf Mitglied werden und mehr damit arbeiten, damit die Wahrheit und auch christliche biblische Weltanschauung frei mitgeteilt werden kann. Ja, das war das Video. Gib ein Like, abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du keine Videos verpasst. Vielleicht kurz nochmal eine Sache zu den Demokraten. Die Umfragewerte für Joe Biden und für die Demokraten in den USA gehen in den Keller. Sie sind in einer Abwärtsspirale und ich habe jetzt aus mehreren Medien gehört, wenn es so weitergeht und diese Umfragen stimmen, und ich glaube, sie stimmen, dann werden die Demokraten ein Desaster 2022 bei den Midterm-Wahlen erleben und sie werden den Kongress und den Senat verlieren an die Republikaner. Und nach allen Umfragen in Amerika, wenn Donald Trump 2024 wieder als Präsident kandidiert, was er beschlossen hat, dann wird er wiedergewählt werden und seinen zweiten Term haben, wie viele christliche Propheten und viele Leute, also Beter, Fürbitter und auch sehr engagierte, konservative, christliche Patrioten gesagt haben, dass Gott Donald Trump berufen hat, Amerika zu erneuern und zu reformieren auf der Grundlage der Verfassung und christlicher Werte. Also ich freue mich, ich werde euch weiter darüber informieren. Und wir müssen Mut fassen, dass es viel, viel mehr Patrioten und Konservative auch in Deutschland, auch in Europa gibt, in Ungarn, ja, auch in den baltischen Staaten, auch in Polen, auch in Deutschland. Und wir müssen dafür beten, dass dezentralisierte, christlich-konservative soziale Medien entstehen und dass wir von Big Tech und das weiter nutzen, aber dass man nicht davon abhängig ist. Gottes reichen Segen und sei ermutigt. Lass uns beten, dass diese Dinge weltweit durchbrechen und auch Schule machen in Deutschland und in Europa.